Super Sache, die 50 Jahre, dass es den Böfel gibt. Ja, ist eine lange Zeit. Und ist der Deckerkorl, der was der PC rangeholt hat, wie auch immer. Helmut Zenekovic zum Beispiel. Letztes Mal war der Werner Gregoritsch, was mir sehr gut gefallen hat. Eine tolle Sache. Es ist eine spezielle Familie, Böfel. Großartiger Verein, sehr gute Kurse, gute Teilnehmer, Referenten, einfach eine große Familie. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es gegangen ist, dass der Böfel beim ÖFB anerkannt wird. Das ist mal wieder eine interessante Begegnung mit verschiedenen, kann man so sagen, Fußballreligionen. Man kann immer wieder was mitnehmen und was man einfach, egal ob im Nachwuchs, im Amateurbereich verwendet. Das ist sehr gute Kurse mit super Vortragenden und dieses Jahr ganz besonders saugeiler Trainingsanzug. Zweite Säule in der Trainerausbildung. Und das hat uns so begeistert, dass wir drei vom Attersvor Stein wiedergekommen sind. Ist jedes Jahr ein Erlebnis mit dem Böfel. Ja. Ist immer wieder was Neues, immer neue Kollegen, immer neue Freunde. Alles, was ich immer erarbeitet habe im Fußball, das habe ich beim Böfel, zum Verdanken. Und es war jedes Mal wirklich sehr, sehr positiv. Ich möchte allen sagen, dass ich begeistert bin. Ich bin jetzt das erste Mal dabei. Für mich auch ein Top-Vortragende, was da sind. Noch gar nicht kennt bis vor kurzem. Aber ich bin jetzt froh, dass ich ihn kenne. Das, was ja heute im Fußball immer mehr möglich ist, dass man beieinander sitzt. Ne? Ja, heute, das Match ist aus, 5 Minuten später sind alle fuhr. Dann muss ich eines sagen, auch das Nachkarten an den Tischen hier, wo die Fachleute dann fachsimpeln darüber, ist natürlich vorzüglich. Kann ich nur sagen, 1A. Und hoffe auf die nächsten 50 Jahre.